The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Auf der Hut vor selbstgebastelten Prüfsteinen. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Es gibt Menschen, die es besonders nötig haben, innerlich vom Geist Gottes angerührt zu werden. Dann wird die Botschaft für diese Zeit ihr Herzensanliegen sein. Sie werden dann nicht mehr nach menschlichen Prüfsteinen suchen, nach Neuem und Fremdartigem. Der Sabbat des vierten Gebotes ist der Prüfstein für diese Zeit. Das Gebot Gottes, fast überall für nichtig erklärt, ist die Wahrheit, der Prüfstein für diese Zeit. Die Zeit kommt, in der alle wahren Gottesanbeter an diesem Zeichen zu erkennen sind. Sie werden an diesem Zeichen ihrer Treue zum Himmel als Diener Gottes erkannt werden. Doch alle selbstgebastelten Prüfsteine werden das Denken von den großen und wichtigen Lehren ablenken, aus denen sich die gegenwärtige Wahrheit zusammensetzt. Es ist Satans Wunsch und Plan, Leute zu uns hereinzubringen, die stark ins Extrem gehen. Engstirnige Menschen, die kritisch und schroff sind und dabei sehr hartnäckig an ihren eigenen Vorstellungen über das, was nach ihrer Meinung Wahrheit ist, festhalten. Sie werden Haare spalten und werden versuchen, strenge Pflichten durchzusetzen und weniger wichtige Dinge breitzutreten, während sie die schwerwiegenden Dinge des Gesetzes vernachlässigen, das Gericht, die Gnade und Liebe Gottes. Durch das Wirken einiger solcher Leute werden alle Sabbathalter als frömmlerisch und fanatisch abqualifiziert. Gott hat für erfahrene Männer eine besondere Aufgabe. Sie sollen die Sache Gottes schützen und bewachen. Sie sollen darauf achten, dass das Werk Gottes nicht Menschen übertragen wird, die es als ihr Vorrecht betrachten, aufgrund ihres eigenen, unabhängigen Urteils zu predigen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, und niemandem gegenüber in Bezug auf Arbeitsanweisungen oder Arbeit verantwortlich zu sein. Sobald dieser Geist der Eigenmächtigkeit einmal in unserer Mitte herrscht, gibt es keine harmonisch abgestimmten Einsätze, keine Einheit des Geistes, keine Sicherheit für das Werk und kein gesundes Wachstum der Sache Gottes mehr. Christus betete, dass seine Nachfolger eins werden möchten, wie er und der Vater eins waren. Alle, die dieses Gebet erhört sehen möchten, sollten auch von der leisesten Tendenz zu Spaltungen abraten und sich bemühen, den Geist der Einheit und brüderlichen Liebe zu erhalten. The Lord is coming.